Yo, moin Leute. Letzte Woche Samstag war ich auf einem YouTuber-Treffen in Köln. Trau dir was zu, war da das Stichwort. Und da habe ich ganz viele tolle andere YouTuber getroffen. Zum Beispiel Jörn von JokiTV oder Etzke von Etzkes Paradise. Und unter anderem gab es da ein etwas Lustiges nach dem Treffen quasi. Und zwar lief da ein Junggesellinnenabschied rum. Und die hatten so ein paar Produkte, die die verkauft haben. Und der Jörn, der hatte natürlich zugeschlagen und direkt mal so zwei Sachen gekauft. Unter anderem ein, ich verdeck mal einfach hier den Namen, ein Duschgel. Ich werde es gleich als Shampoo missbrauchen. Dieses Duschgel kommt von einer relativ bekannten Dessous-Marke und ist, denke ich mal, deswegen voll mit Hormonen. Hier steht zum Beispiel drauf, for adult use only, also nur Erwachsene dürfen es benutzen. Interessant. Naja, gucken wir uns mal an, was da so rauskommt. Konsistenz ist ziemlich eklig und ich muss auch sagen, das sieht... Denkt euch euren Teil dazu. Aber weil ich mir dachte, okay, so ein bisschen, damit kann man nichts testen, habe ich mir gedacht, testen wir mal ein bisschen mehr. Dann testen wir jetzt auch mal das Produkt. Ich werde jetzt einfach mal die gesamte Tube über meinem Kopf auskippen. Mal gucken, wie erotisch ich dann gleich wirke. Gott. Es fühlt sich auf jeden Fall schon etwas glibberig an. Oh. Alter Verwalter. Ja, dann machen wir Wasser. Oh. Gartenschlauch Wasser rockt's, ey. Ja, also ich muss sagen, ich dufte jetzt wie ein. Ich dufte jetzt wie die Reeperbahn nachts um 3:30, würde ich quasi sagen. Boah. Das Zeug ist eindeutig nicht zu schwachen Nerven, weil ich nicht in dieser Menge. Ja, ja. Jetzt hast du wieder zu. Guten Abend auf der Endkarte. Ja, ich habe jetzt gerade mich ein wenig mit diesem leckeren Shampoo amüsiert, wie man sieht. Ist schon schön. Ich fühle mich auf jeden Fall sehr eklig. Ihr kennt das Prinzip. Da sind meine alten Videos. Ich glaube, da oben müsste die Videoantwort sein für leider so. Und ein Ticken weiter darunter befindet sich das letzte Comedy-Video. Wespen, überall hier Wespen, die stehen auf das Zeug, glaube ich. Das letzte Video, Comedy-Video, Nerd. Ich komme nicht mehr auf den Namen. Unter mir befinden sich die anderen Kanäle, Mr. Game und Mr. Tech. Oh Gott, dieses Zeug benebelt einen. Ja, und wenn ihr Bock habt und mehr solchen kranken Scheiß sehen wollt, hier vorne befindet sich irgendwo der Abo-Button. Da befindet er sich mittlerweile noch weiter da drunter. Ich komme mit dem neuen Design von YouTube noch nicht klar. Ja, und dann würde ich sagen, bis die Tage.